So, geh wieder weiter hier mit Let's Play. Prinz auf Persien. Der persische Prinz. Und wir drehen das jetzt mal. Weil es so viel Spaß macht. Mach mal den Ton leiser. Sonst halt das. Gut, jetzt müssen wir hier lang. Das machen wir sehr gut. Oder auch nicht. Wer weiß das schon. Okay. Zu, weil was für Teufel, warum muss ich doch hier lang? Sehr witzig. Mann, ey, das ist doch nicht wahr. Irgendwas mache ich falsch. Ganz sicher. So, jetzt mal mit Plan hier rangehen. Was mache ich verkehrt? Keine Ahnung. Heilige Scheiße. Was mache ich? Okay. Es war mehr Glück als Glück. Der Sand der Zeit. Nach allem, was ich tat, um ihn loszuwerden, verfolgt er mich dennoch. Auch wenn es mir gelingt, die Maske des Todes zu finden, das Schicksal wird mich einfordern. Ich bekomme eine zweite Chance, um zu scheitern. Ich übersehe etwas. Ich muss intensiver nachdenken. Diese Wand, sie ähnelt der, die ich auf dem Weg aus dem Kerker sah. Früher funktionierte das. Zack. Ja, hat funktioniert, stimmt. Was, wenn... Was, wenn Kailina nicht in der Vergangenheit, sondern in der Gegenwart stirbt? Der Sand würde erschaffen, aber der Maharaja hätte ihn nie gefunden. Folglich hätte ich ihn nicht freisetzen können und der Dahaka wäre nicht hinter mir her. Mein Ziel ist klar. Ich benutze die Maske, um Kailina in die Gegenwart zu locken. Dort töte ich sie. Ist doch ganz einfach, oder? Wieso hast du eine andere Stimme, mein Freund? Das ist seltsam. Okay. Mysteriös. So, nein, auch nicht. Perfekt. Selbstmord. Okay. Du auch nicht. Wunderbar. Musst du sein. Du. Genau. Und dann du. Und dann in den Strudel. Letzten Sandbehälter. Wusch. Okay.
Lasst uns forschen, was wir als nächstes machen müssen. Na klar, wir müssen... müssen die Maske des Todes finden. Aber... was wir noch machen müssen? Aua! Okay. Also, Maske des Todes finden. Check. Verschwinde. Elendes Biest. Super. Zack. Okay. An dieser Stelle kann ich mich sogar noch etwas erinnern. Wie wir die Todesmaske bekommen und dadurch unser Schicksal entkommen können. Aber nicht ganz, denn naja, weil es halt nicht geht, ne. So. Oh, wenn ich diesen Raum hier schon sehe, dann graut's mir. Ihr werdet später wissen, wieso. Hier findet auch was sehr Entscheidendes statt hinterher. Zack. Stirb. Muss ich alle umbringen? Weiß ich gar nicht. Mach ich einfach. Ich glaube ja. Aua. Noch einer. Stirb. Ist mir überdrüssig. Okay. Wird das ja auch mal gescriptet oder? Oder ist das jetzt noch nicht? Ne, ist noch nicht. Okay. Naja, egal. Aber ich will trinken. Boah, noch nicht speichern. Ah, hier will ich durch, okay. Aua. Mein Prinz. Okay. Aha. Aber was nun? Ich muss einen Wandsprung machen. Das ist klar. Okay. Hat das bewirkt? Nichts. Kommt mir so bekannt vor hier. Das Gefängnis von Teil 1. Oder nicht? Sieht so aus, ne? Okay. Ach. Okay, runter. Das war schon... Wirsch. Nein. Stirb doch. Nein, der macht ja eine Kombo und trifft doch nicht mal. Schlimm. So. Guck mal hier lang. Was ist da unten? Okay. Wo
sind denn wir hier? Ich weiß es nicht. Lala. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe gerade keine Ahnung. Nein. Eigentlich nicht, wie gesagt, mein Freund hat mir noch gesagt, dass ich weiß, wo ich bin. Ah, die Todesmaske. Jetzt wird natürlich einiges klarer hier. Oder auch nicht. Ich habe mich in dieses Ding verwandelt. Es wollte mich nicht töten, sondern warnen. Warnen vor Kailinas Verrat und meiner Rolle bei der Erschaffung des Sandes. Und am Ende starb es. Ich starb. Die Maske ist nun ein Teil von mir. Wenn der Maharaja die Wahrheit spricht, bleibt sie es, bis mein anderes Ich stirbt. Nur dann kann ich die Maske ablegen. Also, das andere Ich töten. Ihr seid der Sandgeist. Die Sand regeneriert sich aber wie von ihren Energie. Okay. Stärke oder sowas sind wir nicht. Ja, nur unendlich Sand. Praktisch. Theoretisch. Ach, Sandhunde nervt mich um. Ja, ist klar. Praktisch, dass wir jetzt unendlich Sand haben. Nimm. Alter, ich bin noch nie auf dem Senkel hier. Was wollt ihr denn alle von mir? Nur weil ich der Sandgeist bin. Oh, jetzt geht mir die auf den Nüsse. Okay. Oh mein Gott, jetzt kommen die schweren Klettereinlagen hier. Nicht umsonst hat man jetzt unendlich Sand. Jetzt wird's ein bisschen wirsch. Hirsch heiß ich. Schlecht. Okay. Ich werde jetzt darüber gehen und mich dabei elegant töten lassen. Doch nicht. Idiot. Okay. Kreissäge. Okay. Heilige Scheiße. Das wollte ich zwar so nicht, aber na gut. Hat man den Arsch gerettet. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist noch schlimmer. Ach du. Okay. Ich mache hier einen Schnitt. Mach schneller. Und sehen uns im nächsten Part. Bis dahin.